einen wunderschönen guten Morgen bei Brodi Sven Mobility. Ich bin der Joachim. Und ich bin die Kerstin. Guten Morgen. Wo stehen wir hier denn? Erstmal, heute ist Gründonnerstag. Gründonnerstag, genau. Genau. Und wo stehen wir? In Dingolfing. In Dingolfing. Wir wollen Richtung Donau vorfahren. So, ja, in die Ecke zwischen Passau und Linz. Aber noch in Deutschland bleiben, da soll das Wetter einigermaßen stabil sein. Es ist eine Planänderung, weil eigentlich wollten wir nach Südtirol, aber dort ist überall die ganze Zeit Regen gemeldet. Und deshalb sind wir gestern Abend mal, wollten wir wenigstens so München rum und dann lief es gut. Dann sind wir hierher bis Dingolfing gefahren, stehen hier auf einem kostenlosen Platz in Dingolfing. Der hat Fahr- und Entsorgung und hat auch Strom, also alles richtig gut. Sind wir mal. Ist ein schöner Platz. Schöner Platz. Also der ist wirklich zum Empfehlen. Man sieht leider noch nichts, weil wir heute unsere Wintermatte nicht drin haben und die Scheiben sind. Dann könnt ihr gleich mal schauen, wie das aussieht, wenn man keine Wintermatte drauf hat. So sieht es ohne Thermomatte die Scheibe morgens aus. Ja. Und, aber hier wollten wir jetzt gestern, wir waren einfach, kann man sagen, schlichtweg zu faul. Zum die Matte drauf machen. Ja, uns hat auch gestern Abend noch geregnet. Ja, von daher, also wie gesagt, es ist also wirklich ein schöner Platz. Der liegt ein bisschen weiter oben. Ist ruhig, aber gut, nachts da unten ist ein riesen Parkplatz für dieses Schwimmbad oder was auch immer hier ist. Charisma, das muss irgendein Schwimmbad sein oder Freizeitbad. Und da unten sind riesengroße Parkplätze, ist alles leer. Und nachts kommen da halt welche und machen da so wing, wing und mit kreisen damit ihre Autos. Ja, also das war gestern Nacht um 23:30. Ja, und gestern war Mittwochabend. Also ich weiß es jetzt nicht, wie das ist am Wochenende. Mag sein, dass da vielleicht ein bisschen laut ist. Ich weiß es nicht, wenn es stört, wenn es nicht stört. Was wir heute Morgen gehört haben, waren die Kirchenglocken, aber das war eher schön als störend. Ja, also das richtig schön hier ist auch zum Müll wegbringen und wie gesagt Strom. Eine Wertmarke für 12 Stunden. Die Wertmarke kriegt man in diesem Bad. Und das Bad hat aber jeden Tag geöffnet. Also da muss man runtergehen und dann kriegt man da so Wertmarke. So Wertmarke, ja. Und also es ist wirklich. Wir haben jetzt keinen Strom genutzt. Wir haben, wenn wir nur eine Nacht stehen, braucht man das ja nicht. Oder auch bei zwei braucht man es nicht. Aber genau, und die Änderung eben, wie gesagt, wir haben immer aufs Wetter geguckt. Und deshalb. Das, die Wetter-App sagt, also Südtirol oder so, immer wieder, es ist zwar warm, aber immer wieder ja, mit warm Regen. Ist nicht, war heute auch nur 13 Grad gemeldet. Ja, hier ist es ja jetzt heute auch noch nicht so warm, aber ja. Immer wieder mal Regen. Und das, ja. Hier diese Gegend ist die einzige Gegend, wo es eigentlich nur heute Nachmittag noch mal ein bisschen regnen soll. Und dann, glaube ich, bis Montag bleibt schön. Und überall anders, egal wo man hinschaut, ich habe gestern in der App gesehen, am Gotthard, die versinken im Schnee. Die versinken im Schnee und ja, wie gesagt, das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen ja immer wieder mal raus und Radl fahren und von daher haben wir uns für das entschieden. Das passiert halt einfach mal. Genau. Jetzt gehen wir nachher noch einkaufen und dann machen wir voll die letzten 120 Kilometer und gehen auf den Stellplatz und das zeigen wir euch, da nehmen wir euch natürlich mit. Genau. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. So, jetzt sind wir auf Tour, haben schnell noch beim Discounter unsere Einkäufe erledigt und jetzt geht's mal Richtung Passau und Richtung Donau auf jeden Fall. Auf der Autobahn und das Wetter ist herrlich, also es ist schon ja, relativ warm, es hat 9 Grad. Aber es ist ja auch noch 8.25 Uhr. Es ist ja auch schon recht früh. Und heute meine ich jetzt nicht so arg warm, aber morgen soll es richtig schön warm werden. Ja. Es war ja, weil es gestern dann geregnet hat, also heute Nacht war es ja schon ganz schön schattig. Aber wir lassen uns überraschen. Sieht nicht nach Regen aus. Erst Montag vielleicht ein bisschen. Ja, wir sind völlig atypisch unterwegs. Normal stehen wir nicht so früh auf, sind aber heute schon um 6 aufgestanden, mit dem Hund ein bisschen gegangen und Kaffee getrunken, dann beim Discounter und wie gesagt, deshalb sind wir jetzt schon auf Strecke. Aber wir wollen auch unseren Stellplatz frühzeitig erreichen. Genau, und dann haben wir dann frühstücken und alles. Jetzt
genau. Man gerne so eine Zwischenübernachtung, macht man nicht viel. Fährs. Ja, genau, genau. So, hier seht ihr die Donau. Also Wetter passt. Hier sieht es ganz gut aus. So, jetzt sind wir in Passau. Das Ortsschild passiert. Schon ganz nett aus. Da wird man wahrscheinlich mit dem Rad mal hinfahren. Von Obernzell aus. Ja, hier rechts sind die ganzen Fahrgastschiffe. Wo da in Passau anlegen. Oh, ist schön schön. So, an der Stelle sind jetzt gerade eben rechts die drei Flüsse zusammengekommen. Wir können es leider nicht besser zeigen von hier aus, weil wir im Verkehrsfluss sind. Aber ab jetzt sind alle drei Flüsse vereinigt. Die Donau, dann ist der Inn, meine ich, dazugekommen und die Ilz. Hier rechts sieht man es eigentlich, aber ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennt. Rechts das Wasser ganz grün, links das Wasser ganz blau von der Donau. Hallo ihr Lieben, wir sind angekommen. Und schaut mal diesen Blick, was wir hier haben aus dem Wohnmobil. Wir stehen direkt in Obernzell an der Donau. Also ich finde, besser hätten wir es gar nicht haben können. Aber, oder? Aber er hat gleich gesagt, dieser Hafenmeister ist ein ganz netter Mann. Der Hafenmeister. Man muss reservieren. Weil sonst ist ja alles voll. Ja. Also man muss vorher schon anrufen. Die Manni haben jetzt heute eh erst aufgemacht, aber... Ja, wir haben Glück, wir sind jetzt das zweite Mobil. Eins steht schon vorne. Und wir sind das zweite Mobil, weil die heute erst einen Stellplatz eröffnet haben. Oder für die Saison eröffnet haben. Aber es ist total schön, absolut ruhig. Ihr hört nichts von der Straße, ihr hört gar nichts. Und das Einzige, was man hört, ist Kerstin, wo gerade Wasser für den Hund auffüllt. Und ja, also wir werden jetzt mal die Räder abladen. Heute Nachmittag soll es dann ein bisschen regnen. Jetzt gucken wir, ob wir eine Radtour heute schon machen oder ob wir mit dem Auto nochmal bei Kerstins Verwandtschaft einen Besuch machen, weil die sind nicht weit von hier. Das hat sich jetzt per Zufall ergeben, aufgrund der Änderung unserer Reiseplanung. Und dann wird man sowas schon auch einbauen. Aber man kann hier ganz schön Rad fahren. Der Donauradweg geht direkt vor unserem Mobil vorbei. Ist aber auch auf der anderen Seite in Österreich drüben, weil wir die andere Seite von der Donau, also wenn ihr jetzt rüberschaut, wir sind jetzt hier noch in Deutschland und die andere Seite an der Donau, das ist bereits schon Österreich. Und wir haben vor, dass wir sehr wahrscheinlich mit dem Rad jetzt ein Stück erstmal Donau abwärts fahren, mit der Fähre rüberfahren und dann auf der österreichischen Seite bis nach Passau fahren. Das haben wir vor, aber das machen wir wahrscheinlich nicht heute, das machen wir erst morgen. Der Jens, der Hafenmeister hier, der hat uns gleich gesagt, der hat Kartenmaterial für uns bereitgelegt, der hat alles da.
wir sollten vorkommen und er sagt uns, was wir hier alles machen können. Also besser geht's nicht. Netter kleiner Stellplatz mit Ver- und Entsorgung, alles perfekt. Also ich find's klasse. So langsam füllt sich der Platz, jetzt ist schon der dritte angekommen. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Guten Morgen bei Brot ist Venmobility. Heute ist Karfreitag und wir machen heute eine Bike-Runde. Die Kerstin, die ist auch schon gerichtet. Guten Morgen. Kerstin, wo geht's hin? Nach Passau. Wir fahren nach Passau. Wir fahren jetzt erst aber ein Stück die Donau runter bis kurz vor bis nach Jochenstein. Das ist direkt an der österreichischen Grenze. Da fahren wir über die Donau drüber, fahren auf der österreichischen Seite hoch bis Passau und auf der deutschen Seite dann wieder runter. Das ist eine Tour mit ein bisschen über 50 Kilometer. Das ist absolut machbar. Es ist heute warm, es geht ein bisschen Wind, ja, aber ich denke, das wird kein allzu großes Problem sein. Und dann machen wir natürlich nur einen kleinen Rundgang durch Passau. Das ist natürlich klar. Das ist ja die Stadt, die wo wir anschauen wollen. Das haben wir schon immer mal auf dem Plan gehabt. Und jetzt durch das, dass wir ja unseren Urlaub umgeplant haben. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, weil wir haben herrliches Wetter draußen. Ich mache euch mal ein Ding runter, dass ihr das seht. Also, wir haben wirklich herrliches Wetter, Sonnenschein und ja, da freuen wir uns natürlich. Und jetzt geht's auf Biketour. Wir nehmen euch natürlich Tourbeginn. Wir sind jetzt gerade im Stellplatz losgefahren. Fahren jetzt mal hier entlang der Donau runter bis nach Jochenstein. Und dann gucken wir, dass wir über die Donau drüber kommen. Natürlich wunderschön an der Donau entlang. Also bisher sieht es schon recht gut aus. Satz mit X, das war wohl nix. Wir können leider hier nicht über die Donau drüber. Wir wollten ein Stück runter bis Jochstein. Jetzt müssen wir noch ein größeres Stück fahren. Jetzt hat unsere Tour natürlich weit über 60 Kilometer, beziehungsweise knapp 70, so 68, 69 ungefähr. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Jetzt fahren wir mal ein Stück runter noch die Donau und dann über die Brücke drüber und dann mal auf die andere Seite und dann schauen wir mal. Entweder wir drehen wieder um oder wir fahren tatsächlich auf der anderen Seite hoch bis Passau. Aber ja, momentan sieht es düster aus. Also nicht vom Wetter her, vom Fahren her. So, ihr seht es am Ortsschild. Wir sind bereits in Österreich. Jetzt ja, gut 14 Kilometer gefahren und ja, jetzt fahren wir einfach weiter, bis wir eine Brücke finden, wo wir drüber kommen. Eine andere Chance haben wir leider nicht. Jetzt habe ich mir hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, hier unter meinem Finger habe ich eine Schraube eingefahren. Da habe ich mir jetzt gerade eben
eine Schraube eingefahren, das ist noch dicht, weil ich ja die Milch drin habe, weil ich ja schlauchlos fahre und die Milch drin habe. Jetzt hoffe ich nur, dass nichts Schlimmeres passiert, weil die Strecke wäre jetzt voll doof, weil wir sind jetzt direkt am anderen Donauufer, müssen jetzt noch knapp 50 Kilometer fahren, bis wir wieder auf unserem Stellplatz sind. Und andersrum sind es ja auch 20, aber wir wollen ja jetzt nicht wieder zurückfahren. Jetzt versuchen wir einfach unser Glück, ob das geht. Boah, das ist furchtbar. Wenn du am Film bist, dann kommen immer Motorradfahrer. Ja, jetzt fahren wir einfach weiter hier hinter mir. Da hat es ein Dammwildgehege. Hier steht der Büffel. Und da unten, da sind die ganzen Hirsche. Ja, die rennen natürlich gleich davon. Jetzt haben wir das Übel gefunden, was es war am Rad. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt versuchen wir einfach weiterzukommen. Haben ja eh keine andere Wahl. Wo wir nicht, muss man halt mit einem Rad zurückfahren und das Wobo holen. Aber das hoffen wir jetzt, dass uns das erspart bleibt. So, jetzt geht's weiter. Wir satteln wieder auf. So, jetzt sind wir in Engelhardtzell. Hier seht ihr auch die wunderschöne Kirche. Und hier ist eigentlich die Schiffsstation. Deshalb ist es eigentlich wurscht. Es ist trotzdem eine schöne Runde. Auch wenn sie jetzt einiges weiter ist als geplant. Aber das schaffen wir trotzdem. So, jetzt sind wir an der Staustufe angekommen. Über die, wo wir hätten eigentlich rüberfahren müssen. Das hat uns jetzt, ja, ich denke mal, noch mal gut 10 Kilometer Umweg gekostet, weil wir einfach ein großes Stück weiter runterfahren mussten. Zuerst dachten wir, da gibt es so eine Fähre, die fuhr aber auch noch nicht. Und deshalb sind wir jetzt über die Brücke in Niederranna gefahren. Und jetzt war es natürlich ordentlich Umweg, aber ja, nichtsdestotrotz, wir werden das heute schon voll packen. Ja, hier ist auch ein wunderschöner Donauhafen. Richtig toll gemacht hier. Ja, das ist richtig herrlich hier. Jetzt fahren wir auch mit dem Wind. Wenigstens ein Vorteil. Aber dafür flussaufwärts. Ich glaube, ich muss jetzt meine Jacke ausziehen. So. Jetzt haben wir wieder im Schatten. Ja, jetzt sind wir im Schatten, aber es wird gleich wieder warm. Jetzt sind wir in Obernzell, da steht eigentlich unser Wohnmobil. Und zwar auf der anderen Flussseite in Deutschland. Wir sind hier auf der österreichischen Seite. Jetzt haben wir auch gut die Hälfte der Tour. Jetzt fahren wir noch hoch bis Passau und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Hier wäre normalerweise eine Fähre, aber die fährt auch nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es heute eine 70 Kilometer Tour. Und jetzt haben wir ein bisschen über die Hälfte. Das ist schon ganz ordentlich. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und dann radeln wir hoch bis Passau. Und da trinken wir mal nochmal einen ordentlichen Schluck. Und ja, dann geht es wieder zurück zum Wohnmo auf der deutschen Seite. So, jetzt sind wir gegenüber von unserem Wohnmobilstellplatz. Ich hoffe, ihr seht es am anderen Ufer. Es sind gerade leider ziemlich viele Bäume. Ich lasse die Kamera ein bisschen rechts gestellt. Vielleicht seht ihr jetzt, habt ihr einen Blick. So, jetzt wird der Blick gleich frei. Und da drüben steht als Fiat.
Deutschland. Ist hier damals ein Grenzschild gewesen. Und jetzt fahren wir mal ins Zentrum von Passau rein. So, wir sind jetzt Stadtmitte Passau. Und jetzt fahren wir mal in die Altstadt rein. Wir sind mittendrin in Passau und jetzt werden wir uns erstmal stärken. Wir haben jetzt gut 53 Kilometer gefahren, haben sie nicht mehr allzu weit auf dem Stellplatz, aber guckt euch mal das an hier, der tolle Brunnen. Und die Altstadt, die ist wunderschön. Jetzt geht's weiter. Oh, ist schon eine wunderschöne Stadt hier.
So, wir sind jetzt auf den letzten Metern zum Stellplatz. Haben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 65 Kilometer zurückgelegt heute. War jetzt noch ein bisschen mehr als ursprünglich geplant, aber es war eine schöne Runde. Haben dann noch schön Passau angeschaut. Das war schon eine tolle Stadt. Hier jetzt rechts sieht man so einen Altarm von der Donau. Die Wege hier sind schon toll, wobei sie natürlich recht unspektakulär sind. Aber nichtsdestotrotz, das Wetter hat gepasst und alles. Und wir hatten eine tolle Biketour. Das war schon was wert. Jetzt ist es 17.30 Uhr, oder gleich 17.30 Uhr. Wir sind wieder da. Wir sind ja erst spät gestartet. Und ja, jetzt haben wir aber auch 71 Kilometer auf dem Tacho. So, hier biegen wir jetzt ab zum Stellplatz runter. Kerstin ist auch angekommen. Und bist du kaputt, Schatz? Geht. So, jetzt können wir hier noch Schiffe gucken. In der Abendsonne. Wunderschön. Also, das ist schon ein herrliches Fleckchen Erde hier. Das muss man also schon sagen. Der Platz ist wirklich astrein. So, ich hoffe, dass ihr es seht, weil es spiegelt. Es sind jetzt 71,5 Kilometer auf dem Tacho, also war doch ganz ordentlich. Ja, war nett. So, ihr Lieben, heute ist der 30. April. Heute wollten wir zuerst Fahrrad fahren, aber da wir ja gestern so eine große Tour gemacht haben, haben wir beschlossen, heute gehen wir mal zu Fuß. Schadet ja auch nicht, wenn wir mal ein paar Meter gehen. Wir gehen mal an der Donau entlang, schauen, ob wir irgendwo einen schönen Biergarten finden. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Wir hoffen, dass wir ein paar schöne Einblicke vielleicht über Obernzell noch einfangen können. Und Kerstin ist auch schon bereit. Kerstin? Ja, ich bin bereit. Wie schaut es aus? Gut? Gut. Warm ist, Wind geht heute wieder. Deswegen will ich nicht radeln, weil der Wind so geht. Aber es ist ein warmer Wind, aber trotzdem. Und wie gesagt, wir haben ja gestern so weit geradelt. Jetzt gehen wir heute ein bisschen. Morgen soll nicht so viel Wind sein. Jetzt gehen wir heute ein bisschen im Biergarten hier und schön. Meistens sitzen wir alle draußen, also von daher. Und radeln auch nicht. Und radeln auch nicht. Ja, so muss machen man nicht immer radeln. Wir ja ein bisschen gehen, das tut uns auch gut. Ja. Brauche ich noch was? Nee. Geld? Habe ich dabei. Dann kann nichts mehr schief gehen. Genau. So, wir schlendern gemütlich am Donauufer entlang. Oh, das ist richtig nett hier. Ist auch richtig schön. Oder? Schönst du das auch, mein Schatz? Ja. Alles gut. Hier seht ihr die Donau. Boah, ist richtig schön. Musik.
herrliches Schloss. Ist das hier? Ja. Da ist ein mit der Rittersaal, aber das hat leider erst vom 1. April bis 6. Januar offen. Kann man sich das besichtigen? Da ist ja irgendein Keramikmuseum drin. Schloss Obernzell. Aber da sieht man wieder, was die Kirche für Geld gehabt hat. Oder hat, wie auch immer. So, jetzt haben wir hinter uns im Wirtshaus noch eine feuchtfröhliche Runde gehabt und ja, jetzt schlendern wir wieder zum WOMO-Stellplatz. War ganz lustig, die Bayern hier, das ist richtig nett. Wie hat es dir gefallen, mein Schatz? Schön war's. Schön war's, haben gut gegessen. Ja. Kirsten hat nicht mal ihr Schnitzel gezwungen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, genau. Und jetzt geht's wieder heimwärts. Prima. So, jetzt sind wir angekommen und war es ein netter Spaziergang? War schön. Aber jetzt ist frisch. Ja, es ist frisch. So, jetzt lassen wir den Abend noch wunderschön ausklingen. War heute ein sehr schöner Tag, haben gemütlichen Spaziergang gemacht. Wir haben Obernzell angeschaut, ihr habt es ja gesehen. Und jetzt werden wir noch ein bisschen Schiffe gucken. Direkt, wir sitzen ja in der ersten Reihe quasi. Ich drehe euch mal rüber. Nicht bei ARD und ZDF. Ja, nicht bei, nein, bei Brodis Van Mobility. Genau, sitzen wir in der ersten Reihe. So, schwenkt man euch mal rüber. Das ist der Blick, den wir haben. Das Schiffle ist gerade vorbeigefahren. Ja, man hört es noch. Man hört das Schiff noch brummen, aber es ist gerade vorbeigefahren. Ich habe leider zu spät die Kamera geholt. Aber jetzt genießen wir noch den Abend, sitzen noch gemütlich draußen, bis es Nacht wird. Ja, und dann, es ist noch angenehm warm, kann man sagen, gell? Kalt ist es nicht, es ist nur angenehm warm. Ja. Und wir genießen noch den Abend. Genau, und dann müssen wir heute Nacht die Uhr umstellen. Ja, dann. Also wir haben eine Stunde weniger Urlaub. Ja, geht eine Stunde geht der Urlaub zurück. Die können wir nie mehr aufholen, die Stunde. Doch, oh, doch, im Herbst. Im Herbst kriegen wir sie wieder. Im Herbst kriegen wir sie wieder, da können wir sie wieder reinholen. Aber dann ist ein bisschen länger hell. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, das auf jeden Fall. Ja, soweit, so gut. Morgen geht es wieder aufs Rad. Heute haben wir keine Bike-Runde gemacht. Heute waren wir zu Fuß unterwegs. Wollten wir auch mal mit der Abby mal ein bisschen wieder spazieren laufen. Das war richtig schön. Sind komplett Obernzell nach allen Richtungen, kann man sagen, haben wir das durchstreift, sind runtergelaufen bis ans Schloss, waren am Schloss
Ja, und wir ja nicht rein. Das ist ja alles am Video. Es ist aber wir waren dann noch schön im Biergarten. Wir waren noch richtig schön im Biergarten. Das war richtig schön. Da sind wir lange gesessen. War richtig gemütlich. Hat sich das ganze Dorf versammelt, kann man quasi sagen. Viele vom Dorf, viele Einheimische. Viele Locals, so muss man sagen. Viele Locals waren da. Locals? Ja, die wo halt hier vor Ort sind. Ja, die waren da und hatten einen richtig, richtig schönen Nachmittag, kann man sagen. Ja. Haben dann dort auch noch richtig gut gegessen. Also der Gigglewirt, absolut empfehlenswert in Obernzell. Also kann man wirklich noch sehr preiswert und sehr, sehr gut. Also ja. Das Essen war hervorragend. Und das Bier schmeckt auch gut, kann man sagen. War auch lecker. Ja. Also war eine richtige Empfehlung. Oder ist eine richtige Empfehlung, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, und jetzt lassen wir den Tag ausklingen und morgen geht es wieder weiter. Aber jetzt seht ihr dafür gleich nochmal einen Dampfer. Oh ja, jetzt kommt wieder. Jetzt kommt bitte ein Flusskreuzfahrt, ein relativ großer sogar, kommt jetzt gerade. Ich zeig's euch gleich, wenn er vorbeifährt, dann schwenke ich euch um. Nee, das ist kein Ausflugsschiff. Ich glaube, das ist schon ein Kreuzfahrtschiff. Ja, aber kleines. Aber ja. Wir haben schon größeres gesehen, das von TUI. Das von TUI war größer, aber das hier ist es. Ich schwenke euch mal rüber, dass ihr es mal seht. Rüber. So. Und da müsst ihr ihn jetzt eigentlich schon sehen. Und der Dampfer ist es ja auch nicht. Ja, ein Dampfer ist der es nicht. Der dampft ja nicht. Die haben da Party, guck. Oh ja, die haben Party. Oder Essen, gibt es da gerade Abendessen? Vielleicht gibt es da Essen, ja, aber sieht da. So, jetzt müsst ihr dann richtig gut sehen. Jetzt fährt er direkt vor unserer Nase vorbei. Ja, so ganz klein ist er jetzt auch nicht. Nee, es geht. Der fährt jetzt von Passau, also von Passau kommt er und fährt Richtung Schwarzes Meer. Wien, Budapest, ja, ist auf jeden Fall, also Richtung Schwarzes Meer, ja, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, da fährt er runter. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht schon von Deggendorf auskommt oder von Regensburg aus, keine Ahnung. Das kann auch sein. Das wissen wir nicht. Ja, so weit, so gut. Guten Morgen oder beziehungsweise guten Mittag. Heute ist Ostersonntag und ja, wir haben noch ein bisschen draußen das Wetter genossen vor den Schülen, aber jetzt haben wir doch beschlossen, es geht aufs Rad und wir fahren mal nach Passau. Das wollten wir eigentlich ja gestern machen, aber ja, gestern hatten wir irgendwie keine Lust, weil wir einen Tag davor ja erst in Passau gewesen sind, bei der langen Radrunde. Und ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir auf jeden Fall noch ein Stück Bike, wollen wir fahren heute, und dann gucken wir, wo es uns hin verschlägt. Aber nur mal eine Tasse. Bist du so bereit? Ja. Geht's los? Ja, das Toilette musst du noch lernen. Ja, habe ich noch eine Aufgabe bekommen, wie ihr seht. Das mache ich jetzt auch noch. Ja, wir fahren jetzt mal hoch nach Passau. Die Sonne scheint jetzt nicht so besonders, aber es ist warm. Also es ist relativ warm. Es hat um die 20 Grad, aber der Himmel ist halt so ein bisschen bedeckt. Aber wir rollen jetzt mal gemütlich nach Passau und schauen uns noch ein bisschen Passau an. Happy,
So, wir sind jetzt hier den Donauradweg von Obernzell nach Passau hochgefahren. Und ja, ist halt an der Straße, ist relativ laut und auch nicht spektakulär. Dafür jetzt dieser Ausblick, ich schwenke euch mal rüber. Das ist jetzt auch hier, wo der Inn reinkommt. Die Ilz kommt ein bisschen weiter vorne rein. Und da, wo ihr es jetzt gerade seht, da drüben, also die linke Seite ist der Inn und die rechte Seite ist die Donau. Hier fließt der Inn in die Donau rein. Ah, ist schon schön. Wir fahren jetzt mal in die Stadt rein und gucken, dass wir noch ein paar Blicke für euch einfangen können. Hier seht ihr das wunderschöne Schloss oben. Hier unten kommen die Ilz rein, dann die Donau und dann da drüben der Inn. Ja, das ist schon eine Wahnsinnskulisse hier. Das ist schon richtig schön. Ja, Passau ist schon richtig schön. Ich schwenke euch mal rüber. Und da oben hinter mir, da ist direkt das Schloss. Ja, ich gehe jetzt in die Kirche rein. Bleib bitte beim Rad. Ich bleib beim Rad, ja. Ja, jetzt stehen wir vor dem Dom in Passau. Wir waren gerade drin. Wunderschön, gell? Einmalig. Auch die Gemälde, ihr habt es ja gerade gesehen. Das ist wirklich wunderschön. Wir machen jetzt Passau by Bike, kann man sagen. Stadtrundfahrt by Bike. Schauen uns mal alles an. Und nachher gehen wir noch was trinken. Ja, also Passau ist eine richtig alte Stadt. Richtig historisch. Wunderschönen Altstadt von Regensburg, von Passau. Hier ist natürlich richtig, richtig viel los. Die ganzen Kneipen und Restaurants alle voll. Ich schwenke euch mal rüber. Ja, das ist schon mega.
Die Kerstin ist unterwegs und holt ein Eis. Na, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Sind wir hier am Innenufer angekommen. Das ist richtig schön, richtig klasse. Ich zeige es euch gerade, ich schwenke mal rüber. Und da vorne, da wo ihr jetzt gerade das Schiff wenden seht, da vorne geht es zusammen in die Donau. So, hier stehen wir am Zusammenfluss von Inn und Donau. Ihr habt es ja gerade gesehen im Schwenk. Es ist jetzt gerade die Spitze und hinter mir fängt auch Passau an. Ja, das war unser Rundgang durch Passau. Jetzt gucken wir, was wir sonst noch entdecken. Und dann geht es wieder zurück auf den Stellplatz. So, mein Schatz, wie hat dir die Tour bisher gefallen? Gut. War schön, gell? War schön. Passau, wunderschön, wunderschöne Altstadt. Wir sitzen jetzt hier noch an der Donau, also ja, das ist quasi fast wie die Halbinsel, kann man sagen, ja. Wir sind auf dem letzten Zipfel, 100 Meter weiter vorne fließt sie zusammen und hier habt ihr nochmal einen Blick auf das Schloss hier oben. Direkt gegenüber übrigens kommt die Ilz rein. Hier, wo jetzt gerade das kleine Boot fährt, der fährt gerade in die Ilz rein. Noch ordentlich treten gegen den Wind, dass ich den Schubverband noch mal eingeholt habe. Da ist gerade mächtig Gegenwind. Und man wundert, wie schnell die Schiffe auf dem Wasser sind. Also ich fahre gerade momentan aktuell 27. Ich komme fast nicht vorbei. So, ich denke, jetzt sind wir auf gleicher Höhe wie der Schubverband. Ah, das war jetzt aber doch ein Kampf. Ich habe jetzt 12 Kilometer gebraucht, um das Schiff einzuholen. Also die fahren doch recht zügig auf der Donau. So, wir fahren jetzt ein in das Städtchen Erlau. Jetzt ist es nicht mehr weit nach Obernzell. Etwa 5 Kilometer. So, hier hinter mir seht ihr den Schubverband. Wir haben jetzt kurz angehalten, er zieht jetzt gerade vorbei. Wir haben also bis Erlau, von Passau bis Erlau gebraucht, bis ich den eingefangen habe. Aber noch richtig schön warm und das Wetter ist klasse. Guten Morgen am Ostermontag. Herzlich willkommen bei Brodis Velmobility. So, wir fahren weiter. Es stürmt, der Kastenwagen, der nimmt es hin und her. Ihr seht es auch, an der Donau hat es richtig Wellen und ordentlich Wind. Also es kommen immer richtig kräftige Böen. Wir fahren jetzt noch ein Stück runter bis Jochenstein, trinken da noch was und dann geht es weiter in die Pfalzau bzw. nach Fürstenzell. Da machen wir noch einen Verwandtschaftsbesuch und dann geht es auch für uns morgen wieder nach Hause. Aber bleibt dran, es kommt noch ein bisschen was. Thank you.
so, da vorne wird noch der Schwan gefüttert. Und die Kerstin macht gerade noch die Keite rein. So, das links ist das Sanitärgebäude. Da nehme ich euch noch schnell mit rein. Dann zeige ich euch das auch noch. So, wir fahren noch schnell auf die Entsorgung. Die Kerstin weist mich ein. So, hier sind die Waschmaschinen. Und hier ist die Entsorgung für die Chemietoilette. Jetzt nehme ich euch noch schnell mit auf die Toiletten. Kommt überall Tag und Nacht mit einem Code rein. Den bekommt ihr. Auf der Rückseite vom Gebäude, da ist auch die Rezeption. Mal schon schauen, ob es offen ist. Ja, ist offen. Hier sind die Toiletten. Picobello. Also es ist wirklich absolut schön hier. So, hier hinten habt ihr die Duschen. Hier könnt ihr euch umziehen und hier gibt es eine offene Dusche und da hinten gibt es auch noch mal eine Dusche. Also der Platz war zu jeder Zeit picobello sauber. Der Jens, der Hafenmeister, der ist sehr hinterher und super freundlich. So, hier ist das Büro vom Hafenmeister. Hier könnt ihr euch anmelden. Und dann gibt es überall Stellplätze. Je nachdem, wo ihr hingewiesen werdet. Wir standen da hinten. Und jetzt entsorgt man noch fertig. Und dann geht es erstmal Richtung Jochenstein. So, wir haben jetzt entsorgt und jetzt fahren wir ein Stück weiter runter, der Donau entlang, auf der Hoffnung, dass wir noch einen netten Biergarten finden, wo er heute geöffnet hat. Aber ich denke mal, das schaffen wir. Also, wie gesagt, der Ort hier war wirklich super. Auch der Hafenmeister Jens, der ist super, super nett und absolut hilfsbereit, kommt auch vorbei und fragt, ob alles passt. Also das ist vorbildlich. Ihr habt es ja gesehen, die Toiletten waren und die Duschen, die waren zu jeder Zeit picobello sauber. Und ja, wie gesagt, der Donauradweg hat uns jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ihr seht es da jetzt rechts der Straße, das ist der Donauradweg. Wir sind unten entlang gefahren, direkt an der Donau. Das ist ein Schotterweg. Den haben wir persönlich etwas schöner gefunden. Und jetzt fahren wir durch die Stadt Obernzell. Die habt ihr ja vorgestern im Video gesehen. So, wir stehen jetzt hier an der Schleusenanlage. Ich hoffe, ihr versteht mich vom Wind her. Das bläst echt ordentlich. Guckt euch mal die Wellen an. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier fündig werden, ob wir da was trinken können. Und wenn nicht, dann müssen wir woanders gucken. Los, renn hoch. Was Fuß kommt auch nicht rüber. Na komm, das, mit. Das war so eine komische, wo wir mit dem Auto gefahren sind, wo wir mit dem Auto gefahren sind, hat man das ja gesehen, dass die da so eine Holzbrücke gemacht haben. Aber das ist bloß für die Arbeiter, da ist sie zu. Musik.
das schlechte Wetter angekommen. Ja, jetzt sind wir in der Pfalzau. Und ja, hiermit beenden wir jetzt auch unser Video, weil jetzt gibt es wirklich außer Regen nichts mehr zum Sehen. Von der Landschaft sehen wir auch nicht arg viel. Und ja, jetzt fahren wir noch zu Kerstins Onkel und Kerstins Cousins. Kilometer rechts ab, und dann Passauer Straße. Übernachten wir da noch eine Nacht und dann fahren wir auch morgen wieder heim. So, das war's. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugesehen habt und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, bis bald, tschüss.